Es gibt ganz sicher Einfacheres, als eine Band zu sein, während die Welt von einer Pandemie durchgeschüttelt wird. Aber es gibt eben auch nichts Schöneres, als in dieser Band zu spielen. Und nichts Geileres, als mit der Gang Musik zu machen. Die Sehnsucht nach Konzerten, danach, worum es unterm Strich geht, das hat uns immer auf Kurs gehalten. Und deshalb ist die Geschichte dieses Albums auch keine von Trübsal oder Resignation, sondern eine von Aufbruch. Vom gemeinsamen Anpacken statt zu hadern, vom Ausprobieren statt zu zweifeln. Von alle zusammen statt jeder für sich. Aber erstmal war Abbruch. März 2020. Die Tour fällt aus, alle fahren nach Hause, Kontaktbeschränkungen, Lockdown, lange Gesichter und viele Fragen. Wie funktioniert eigentlich eine Band, wenn man sich nicht treffen kann? Wie macht man vernünftig Musik, ohne in einem Raum zu sein, ohne sich zu spüren? Und ja, auch das fragt man sich. Wie bleiben wir fünf eine Gang, wenn wir uns über Monate nicht richtig zu Gesicht bekommen? Denn in erster Linie sind wir fünf Freunde, die gern zusammen Musik machen. Mit Schweiß, Nähe und allem Pipapo. Und plötzlich geht nichts mehr davon. Über Wochen, wie wir jetzt wissen, Jahre. Das zieht sich und es zerrt und es zehrt in uns. Ey, wollen wir es nicht mal mit einem Zoom-Meeting versuchen? Songwriting übers Internet? Puh, kann man machen. Ist interessant, aber wo bleibt das Gefühl? Alles ist irgendwie dumpf und indirekt. Das ist nicht unser Weg. Das fühlt sich nicht richtig an. Das war sehr, sehr, sehr schnell klar. Denn unser Weg ist, ey, komm, wir nehmen einfach unseren ganzen Krempel, fahren irgendwo aufs Land, schmeißen alles in eine kleine Hütte und dann machen wir da Musik. Gesagt, getan. Als es wieder möglich war, also genauer gesagt im Herbst 2020, haben wir uns eine Hütte an der Ostsee gemietet. Alle Möbel raus, das ganze Gerümpel rein, irgendwo dazwischen gepennt, wenn überhaupt. Ey, endlich wieder zusammen Musik machen, endlich wieder Lautstärke, endlich wieder zusammen sein. Alles rauslassen, was sich über Wochen und Monate der Isolation angestaut hat. Hallo Nachbarn, hier nochmal danke für eure Toleranz. Eine Woche lang Lagerfeuer, eine Woche lang neue Songs. Ey, wie schön das war. Und wer war mit dabei? Arne, unser Live-Mischer. Wir haben ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, die Woche mitzukommen und die neuen Ideen zwischen Kühlschrank und Glasvitrine irgendwie aufzunehmen. Und wie? Schon am ersten Abend, spät am Lagerfeuer, sind wir uns einig. Genau so nehmen wir das neue Album auf. Im kleinstmöglichen Kreis, quasi im Live-Setup. Band plus Arne, denn einer für die Recording-Kompetenz ist gut. Und es gibt ziemlich viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass wir genau in dieser Situation, genau in dieser Konstellation die Kräfte bündeln, unsere Gang noch enger zusammenziehen. Aber wo? Die Hütte war ja nur für eine Woche gemietet und wir brauchten eine neue Bleibe. Groß genug, um alle unterzubringen, klein genug für die nötige Mofa-Gemütlichkeit. Nennen wir es mal einen glücklichen Umstand oder Zufall oder Schicksal. Ich bin zur gleichen Zeit umgezogen. Ein Stück raus aus der Stadt, ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr Platz, trotzdem bezahlbar. Ey, und wer sagt denn, dass man nicht in seinem eigenen Keller richtige Hütte bauen kann? Also Ärmel hoch und ran an die Arbeit. Wir zimmerten zurecht, was wir brauchten, um die kommenden Wochen, also eigentlich um die kommenden Monate, unter einem Dach verbringen zu können. Wir haben gefeingeistet, was Dämm- und Klangkonstruktionen angeht und haben geheimwerkert, was Schlafzimmer mit Hochbetten und genug Platz für alle betrifft. Alle hier drin, so ein Kennenlernritual. Dieser Keller wurde also nicht nur der ideale Ort für unsere Produktion, sondern er wurde für Monate unsere Mofa-Oase. Unsere Basis für die Nacht der Gewohnheit. Draußen tobt der Virus, drin schreiben wir ein neues Album und nehmen es in unserem eigenen Studio auf. Ey, wir wären nicht die Gang, würden wir nicht versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Die Umstände zu unseren Gunsten zu nutzen und ins Positive umzukehren. Und dann war ja da auch noch die Musik. Ja, wir konnten uns fallen lassen wie noch nie. Ausprobieren, verwerfen, übertreiben und auch zurückrudern. Ich will nur noch Harmonie. Wenn die Welt stillsteht, dann gibt's auch mal keinen Zeitdruck. Und wenn man alles selbst macht, gibt's auch keine äußeren Zwänge. Hallo! Wir haben auch vorher nie faule Kompromisse im Songwriting geschlossen. Aber bei diesem Album haben wir einfach noch mehr zugelassen. Das, was immer raus wollte, rausgelassen. Mal direkt auf die 12 oder auch mal einen Umweg zu viel.
Heute Bock auf schwurfige Schlagzeugbeats? Und bitte. Ein wildes Gitarrensolo? Warum nicht? Ey, und der liebe Nachbar, der Neue, der spielt Oboe. Voll geil, der spielt einen Song mit. Es wäre doch nun mal wirklich an der Zeit, sich musikalisch festzulegen. Warum? Wir machen genau, worauf wir Lust haben. Zu eingängig für Rock? Zu laut für Pop? Komm schon, genau richtig. Die Songs sind zu unterschiedlich für ein Album, viel zu viele. Und überhaupt, wer hört denn heutzutage noch ein ganzes Album? Okay, wir. Also machen wir es so. Und zwar genauso. Denn hier steckt all unser Herzblut drin. All die Schlaflosigkeit dieser Zeit und all der Tatendrang, die Songs endlich mit euch teilen zu können. Es ist unser ewiges Studio-Ritual, abends nochmal alles zu hören, was wir bisher geschafft haben. Immer ein bisschen, bis viel zu laut und immer zu Lasten von Arnes Nerven. Es ging so wochenlang. Aber dann eines Abends war es soweit. Alle Kreuze auf der Liste waren abgehakt. Wir sind fertig. Die Boxen brüllen 14 Songs raus und sogar Arne tanzt. Okay, Freunde, genau so machen wir es.